Hey, guten Morgen, liebe Sorgen. Hier an der Osterwöder Straße soll der neue Busbahnhof entstehen, der Herzberg auch mit anderen Städten wohl ganz gut verbinden möchte. Schulwege werden hier enden, wenn man da in Richtung E-Mark unterwegs ist. Ich habe von den Abbrucharbeiten berichtet. Wir schauen uns das Areal jetzt mal an. Hier hat man jetzt mal einen ganz guten Überblick über das Abbruchgrundstück. Alles wurde wirklich geplättet. Von dem Gebäude ist nichts weiter zu sehen. Allerdings weitere Bauarbeiten haben bislang auch noch nicht stattgefunden. Die Hecke fungiert hier neben der Jet-Tankstelle ein bisschen als Sichtschutz. Da ist das Abbruchgrundstück. Und hier kommt wohl der Parkplatz ins Bild, der auch noch zu dem Areal gehören soll, so wie ich das verstanden habe. Leider gibt es hier noch keine weiteren Baumaßnahmen, aber das ist ja auch eigentlich nur ein Überblick, damit man mal sieht, ob und wenn ja wie es vorangeht. In der Metropole ist es heute schon relativ frisch, wenn man hier unterwegs sein will. Deswegen ist das hier ein Ausblick, bevor der Winter über uns herfällt, über das Areal für den neuen Busbahnhof. Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und teilt das Video in euren Netzwerken. Damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Und ich biete hier noch weitere Videos an, die auch geschaut werden möchten. Los geht's, sage ich dazu nur. Ich wünsche allen einen super Start in die neue Woche und natürlich einen frostigen, angenehmen, tollen Winter.